Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News am ersten Weihnachtsfeiertag. Natürlich will ich euch jetzt auch mit den aktuellsten Informationen versorgen, aber noch eine kleine Eigenwerbung für heute Abend. Ab 22 Uhr findet auf diesem Kanal hier auch noch ein Stream statt und da werden wir, je nachdem wie die Entscheidung auf Twitter ausgeht, auf jeden Fall Zelda oder Super Mario Odyssey spielen. Viel Spaß jetzt mit der News. Da es aktuell nicht so viele Konsolenthemen gibt, habe ich heute mal wieder was für den PC reingenommen. Und da sollten jetzt alle die Lauscher aufsperren, die noch ein 32-Bit-Betriebssystem benutzen. Nvidia wird zukünftig keine 32-Bit-Systeme mehr unterstützen. Das heißt, alle Windows-Versionen, die gerade noch auf 32-Bit laufen, das bekommt ihr raus, indem ihr auf Mein PC mit der rechten Maustaste klickt und dann auf Eigenschaften, werden demnächst nicht mehr mit neuen Treibern supportet. Das wird für euch zwangsweise heißen, dass ihr entweder auf ein 64-Bit-Betriebssystem umsteigen müsst. Andererseits werden neuere Spiele von den Treibern nicht mehr optimiert. Das heißt, sie werden zwangsweise schlechter laufen oder sogar mit Bugs. Was haltet ihr davon? Ist das schon längst überfällig? Denn 32-Bit-Betriebssysteme unterstützen ja auch nur 4 GB Arbeitsspeicher. Das heißt, für die moderneren Spiele wahrscheinlich sowieso schon total unterdimensioniert. Auf der anderen Seite schwören viele Leute darauf wegen der Programmkompatibilität. Allerdings, ich benutze seit der ersten Windows 7 Version 64-Bit und hatte bisher keine Probleme. Aber wie sind eure Erfahrungen damit? Im Januar will Sony anscheinend bei PlayStation Plus mal wieder einen vorlegen. Aktuelle Gerüchte sprechen davon, dass als kostenlose Spiele Deus Ex Mankind Divided und Batman The Telltale Series auf die PlayStation 4 kommen. Für alle PlayStation Plus Abonnenten also kostenlos. Das ist mal ganz nett gemacht auf jeden Fall. Und Deus Ex hätte es meines Erachtens nach auch nochmal verdient, eine extra Portion Aufmerksamkeit zu bekommen. Bleiben wir gleich mal bei der PlayStation-Sparte. Und zwar hat Gran Turismo Sport ein neues Update bekommen, die Version 1.10. Und wie versprochen ist da der Singleplayer-Modus dabei. Außerdem hat man im selben Atemzug noch 12 neue Fahrzeuge angekündigt, darunter auch einige Klassiker. Man will sich jetzt anscheinend nicht nur noch auf die Supersportcars versteifen. Allerdings muss man auch dazu sagen, da wird demnächst noch einiges kommen. Und ich bin so ein bisschen mit mir am Überlegen, ob ich da nicht auf eine Complete Edition irgendwann in einem Jahr warte, wo das ganze Spiel drauf ist. Auf der anderen Seite sagt Polyphony Digital immer noch, dass dies ja kein Gran Turismo 7 ist. Also weiß nicht, was man jetzt genau vorhat, ob man Gran Turismo Sport direkt noch so etablieren will, weil es ja momentan gegen Forza 7 antritt, oder ob da wirklich noch ein 7. Teil im Hintergrund in Entwicklung ist. Ein Spiel, worüber ich berichtet habe in der letzten Zeit, ist Jurassic Park Evolution, das für den PC, für die Xbox und für die PS4 erscheint. Und jetzt ist ein neuer Trailer erschienen, der nochmal die Dinos in der Nahperspektive zeigt. Und da sieht man erst, wie gut die animiert sind. Ob sich das jetzt im eigentlichen Spiel noch bemerkbar macht, sei mal dahingestellt, denn man spielt es ja wahrscheinlich meistens aus der Vogelperspektive, aber an sich sieht das Spiel sehr gut aus. Jetzt können wir nur hoffen, dass da auch der Wirtschaftsfaktor und der Aufbaufaktor noch stimmt, dann wird das auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, was ich vielleicht auch versuche, in die Streams so ein bisschen zu integrieren. Aber auch die Nintendo Switch soll natürlich noch News bekommen am heutigen Weihnachtsfeiertag. So wird Super Meat Boy am 11. Januar für die Nintendo Switch erscheinen und bekommt gleich einen komplett neuen Modus spendiert. Außerdem gibt es Gerüchte über Bravely Default. Square Enix hat jetzt ein Teaserbild mit Idealie veröffentlicht, wo sie 2 Joy-Cons in der Hand hat. Ich gehe mal fest davon aus, dass diese Spieleserie bald wieder auf die Nintendo-Konsole zurückkommt, beziehungsweise frisch angekündigt wird. Ob es ein Remake, ein Remaster oder ein komplett neues Spiel ist, kann man derzeit leider noch nicht sagen. Und das war es dann auch schon mit der News am 25. Dezember 2017, kurz vor dem Jahreswechsel. Wie gesagt, heute Abend gibt es noch einen Stream ab 22 Uhr. Wer da Bock hat, kann da gerne vorbeischauen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr ein sehr schönes Weihnachtsfest hattet, gut beschenkt wurdet oder zumindest eure Zeit genießen konntet, eure Freizeit genießen konntet. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News und noch weiterhin frohe Weihnachten. Ciao!